Ihr seht aus wie Ash und Pikachu, werft das textliche Handtuch auf die Rechtfertigungsliege an dem Wack MC Strand zu. Machst du dann ein Kreideschrei, dann wird echt jedem Menschen schlecht. Du hast eindeutig Symptome vom PDA, BTBS und weil Matteo sich zu fein ist für Shakiras Beat League. Ich, du hattest mal ein Feature mit Tirasi, du schlechterer Test. Ey yo, was wird mir hier denn zugeschickt? Der LBS hat schon genug drum in die Punkrockur und Shit. Ihr seid scheiße langweilig, was muss man dazu noch sagen? Ey, schaut euch Draculus an, der hat ja das Sakko schon im Namen Pingro. Deine Mama hat als Begleitung leider abgesagt. Auch wünsch ich euch viel Spaß auf eurer 10. Klasse Abschlussfahrt. Du bist ein Pingeliger, Pummeliger Pimmel. Du hast mit so eine Ghostbun, sehr lob dich in den Himmel. Ja, ihr zweimal wollt die Wichteln und ich hab euch ins Paket geschissen. Ihr sagt angepisst, ey, das hätten wir übernehmen müssen. Dieses Arschloch Kevin raubt Matteo immer das Schulbrot. Ey, jedes Essen sagst du Danke an Schnitzel, so wie Nakuyo. Euer bloßes Dasein macht das Turnier zu nem Kindergarten. Ja, ich würde euch da dick und doof nennen, würdet ihr nicht Brille tragen. Denn diese kombiniert mit euren Trottel-Tänzchen lässt euch zwei so aussehen, als seid ihr auf jeder LOL-Convention. Seid bitte ehrlich, ihr könnt doch Natur gar nicht ausstehen. Ihr dreht die Runden als Beweis für Eltern, dass sie rausgeht. Bei Akulus ist nur das Handicap Gucci. Und bei Deutschrap Metro wird sogar LOL Leder Noob zu MC Boogie. Du hast mich verarscht, wie hast du Alman geschlagen? Naja, dann brauch ich keine Angst vorm Halbfinale haben, ne? Sehen aus wie eine Press-App-Parodie und sind textlich so mies. Ihr seid die Brillenschlangengruppe aus dem Kindergarten und der Stadt und habt euch einen Platz im LBS nicht verdient. Na dann geh doch zu Metto.